Bing, wie die Mikrowelle. Es ist angerichtet. So, hier ist nichts mehr. Hier fliegen nur irgendwelche Zahnräder. Ja, eine Schraube ist bei uns ja eh schon locker. Dann werden wir wahrscheinlich auch ein paar von den Zahnrädern hier verloren haben. Ach, da ist schon wieder dieser blöde Hase. Ja, noch 39 Zähne, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Oh, 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 da sollten wir nicht durchlaufen. Papa, wegen deiner Liebe zur Fotografie stinkt die Bücherei nach verfaultem Obst. Und ich bin sicher, diese Lösungen sind giftig. Okay. Ah, ich glaube, ja, das hängt wieder mit der Fotografie zusammen, weil dieses Zeug ja auch hochexplosiv war, damals. Nee, 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 Freundchen. Hau ab. Da kam ja auch mal die Andeutung, dass die einen neuen Kamin bekommen haben. Och man, ich war noch nicht so weit. Und, aber da auch ganz viele brennbare Sachen im Wohnzimmer waren. Also. Und das deutet ja... Okay, danke. Du bist ja doch noch da, Hutmacher. Nein, Uhrenmacher. Sorry. Oder nein, der heißt Hutmacher, verdammt. Ich nenne ihn immer Uhrenmacher, ich weiß auch nicht. Eine Uhrwerkbombe im Kampfgeschehen zu werfen, hat diverse Vorteile. Ja, dann raus damit. Sie lenkt Feinde ab und diese nehmen bei der Detonation Schaden. Ja gut, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Das lief eigentlich ganz gut. Drücke Q, um die Uhrwerkbombe zu werfen. Ja, der hat ja weit geworfen, wa? Ach geil, die gehen sogar zu dieser Bombe hin. Das ist fett. Arbeiten wir mal so ein bisschen mit der Uhrwerkbombe. Ja, komm, jetzt ist ja auch mal Schluss mit lustig. Genug gespielt, meine Freunde. Ich muss ins Bett. Der kann die überhaupt nicht weit werfen. Das ist doch voll behindert. Aber lustig ist es trotzdem. Komm, komm näher. Es ist trotzdem geil, wenn jemand diese Uhrwerkbombe rennt. Wo? Ich höre es da blubbern. Oh nee, da ist ein großer. Verdammt. Okay, das wird lustig. Dann werde ich mal schnell so ein paar eliminieren von denen. Ah geil, der macht die anderen für mich platt. Fett. Hey, hey. Das ist mal alles heile hier. Oh Gott, sind das viele. So, aber jetzt sieht es doch schon wieder ungefährlicher aus. Komm, ich will die Zähne haben. Hol dir die verdammten Zähne. Komm. Ja, genau, das wollte ich haben. Hehehe. Komm, wirf. Das ist fett. Ich mag es, wenn er sich selbst kaputt macht. Au, was war das denn? Sal, du spinnst wo? Ja, bist du langsam. Dann ist es nämlich wieder, weißt du? Die ganz fetten, das ist wie im rechten Leben. Diese Muskelpakete, die haben ja im Endeffekt nichts drauf, weil die keinen Blumentopf treffen. Alter, aber jetzt wehrt er ganz schön ab. Boah, Junge. Der macht uns gleich alle. Ich treffe ihn nicht doch jetzt. Jetzt habe ich ihn. Ich hätte schon ein bisschen Sorge gerade. Puh. Ah, der Hacker im Wunderland. Aber ihr werdet keinen Zahn zurücklassen. Und ich sehe gerade, wir haben genug Zähne. Das heißt, die Klinge, die wird jetzt, sag ich mal, ein bisschen geschärft. Ja, wir schärfen nicht unsere Sinne, wir schärfen hier nur Waffen. Ja gut, ich weiß zwar nicht, was daran dann besser wird, aber... Naja. Latte. Oh, sie hat eine neue Farbe. Es ist noch Blut mit drin. Obwohl, die ist schneller geworden. Das ist fett.
Also das ist sogar merklich schneller, hätte ich jetzt mal gesagt, wenn ich mich da nicht täusche. Gut, dann hat sich das doch wenigstens gelohnt. Ach so, ich wollte ja mal viel öfter hier auch die Dinger benutzen. Oh, Schwein gehabt. Das hätte ich sonst jetzt übersehen. Aber das ist es nämlich. Man benutzt das gar nicht so oft, wie man sollte. Kein Buch ist so schlecht, dass ich nicht auch etwas Gutes darin fände. Wer das gesagt hat, hat niemals Martin Farquhar Tappas Morallehre gelesen. Okay, jetzt wird hier so ein bisschen über andere Bücher gelästert. Na, das ist der Grund, warum ich keine Bücher lese, meine Damen und Herren. Dann kann mir nämlich nichts passieren. Fühlt sich an wie ein Erdbeben. Was geschieht hier? Sehe ich aus, als wüsste ich's? Dein Urteilsvermögen muss ernsthaft getrübt sein. Der ist ganz schön griesgrämig. So, wie kommen wir denn hier hoch? Ja, Wahnsinn, dass er mir den den Hutmacher anzeigt. Warum sage ich eigentlich immer Uhrenmacher? Ach, da ist ein Pilz. Dann lassen wir uns erstmal nett heilen. Na, der Hutmacher hat auch so ein bisschen die Latten vom Zaun weg. Wenn man den mal so reden hört. Oh, alter Schwede. Tief in Selbstgespräche verwickelt, macht er da sich ans Werk. Aber ich find's gut, dass er uns begleitet. Also nicht nur bei uns hier jetzt die Türen aufmacht, die sowieso nur er aufmachen kann. Dann ist man nicht so alleine, einfach. Das ist der ganze Sinn meines Redens. Hallo? Geht das nicht auf? Ich hab doch gesagt, das muss ja aufgehen. Förder nicht. Uhrenbombe, Tod, Hysterie. Okay. Ich weiß aber trotzdem noch nicht, wie ich da reinkomme. Hier war doch was. Ah, hier ist irgendwas zu sehen. Ah, okay. Ja, wie gesagt, anscheinend muss ich öfter mal in die Schrumpfpose gehen, damit ich hier... Ah, sehr geil. Damit ich auch die ganzen Hinweise bekomme. Finde ich eigentlich ganz nett gemacht, weil man muss sich ja nicht so oft schrumpfen, aber es ist enorm hilfreich, wenn man es tut. Also nicht nur, weil man die Gegenstände findet, sondern auch eben wegen der Hinweise. Gerade für so einen Let's Player nicht schlecht, wenn es auch ein bisschen vorangeht und ich mich hier nicht tot suche. Witzig wäre auch, wenn die irgendwann einfach wieder groß wird, mitten in so einem Tunnel. Also, dass man so ein bisschen Zeitdruck hat. Ehrlich gesagt, finde ich es ja gut, dass ich keinen habe, aber es wäre auf jeden Fall witzig. Muss ich dem jetzt die Tür aufmachen, oder was? Kann ich da hoch? Nee. Kann ich nicht. Und er hat die Tür aber noch nicht auf, wa? Ich muss ihm doch bestimmt von der Seite jetzt helfen. Hier ist nix. Dann mach mal... Komm, mach die Flocke, Alice. Da will er eine Bombe hin, okay. Wenn du eine Bombe willst, sollst du eine Bombe bekommen. Jo, Hutmacher, ich bin schon auf dem Weg. Ich helfe dir ein bisschen. Ich finde, er ist ein imposantes Wesen, vor allem so groß, wie der ist. Das macht schon was her. Ja. Keine Grenzen für den Hutmacher. Aber hier ist doch bestimmt noch was, oder? Nee, schade. Gut, dann ab durch die Hecke. Der Teufelszug aus der Hölle ist da! Abgefahren. Notre Dame auf Schienen. Ziemlich fett. Wir haben den Grund des Bebens gefunden, aber warum?
Warum schütteln sich die beiden? Was haben sie vor? Ihr werdet uns nie aufhalten, Hutmacher und Alice! Er ist weg! Ihr seid zu spät! Diese abscheulichen Tischmanieren! Sie sind die Zerstörer des Wunderlands! Entehrer, Verstörer, Entblößer, entzückend! Haben Sie diesen infernalischen Zug erschaffen, um das Wunderland zu zerstören? Was tut das zur Sache? Sie haben den Tod verdient! Lass mich sofort runter! Ich sollte... Genug Palaver! Ja, wie gewonnen, so zerronnen. Jetzt ist er leider wieder weg. Und wir haben hier Großes vor anscheinend. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Bioshock. Wir kämpfen gegen einen richtigen Big Daddy. Fett. Oh nein. Nein. Schade, meine Freunde. Sind wir gerade mal mit dem Schrecken davon gekommen. Gut, dann sind wir gerade so noch dem Bosskampf entgangen. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, ist, einfach aus urheberrechtlichen Gründen konnte ich die Szene nicht zeigen, dass der Hutmacher durchgedreht ist und von einem Eisenpfahl zerschlagen wurde. Das heißt, wir sind jetzt wieder allein und der Hutmacher hat's hinter sich. Hab mir eine Nymphe an Land gezogen. Gelobt seien alle Heiligen. Seine Wege sind unergründlich. Was machst du mit ihr? Nehm sie mit in die Mangled Mermaid und mit ihr im Bett. Im Dunkeln lässt sie's gut rumpeln, hä? Was die Schweine. Macht ihr denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg! Dann haben wir ja Glück gehabt, dass die uns auch gehen lassen. Sagen die noch irgendwas? Nö. Dann sind wir jetzt wieder zurück in der Tristesse. Das erinnert mich an mein Schneeflöckchen. Nanny kannte sie. Jetzt können wir weder hüpfen, noch irgendwie anders interagieren. Gut, dann ist es jetzt mal wieder Jump'n'Run-Zeit. Ah nein. Nur Run-Zeit. Keine Ahnung, was in diesen Kisten drin war. Unerreichbare Träume. So wahrscheinlich, wie ich ausgefallene Orte sehen werde. Ich weiß nicht, was du meinst. Bin die Wohltätigkeit in Person, wenn ich dafür nichts tun muss. Was sagt er? Er sagt nichts. Ach, immer noch dieselben Kisten. Oh, hier scheint es ziemlich kalt zu sein. Ach, das sind Eisblöcke. Ah, hier ist ein Tiefkühllager. Da ist nix. Ich will jetzt nur nichts übersehen. Ist da was drin? Ach, da sind Fische drin gefroren. Ja, sag meine an, ey. Und dann noch so creepy Fische. Komm, wir schleichen uns hinten raus. Kippen in der Mangled Mermaid noch ein Pint. Okay, die gehen jetzt auch noch ins Bordell. Schön ein Wegstecken nach der Arbeit. Ein Spielzeug muss völlig ruiniert sein, dass es so aufgegeben wird, wo Kinder sonst Jacks mit Murmeln spielen und nur so tun, als hätten sie Spaß. Ja, das sieht hier auch alles nicht so gut aus. Und wir rennen hier schön im Regen rum, super. The Mangled Mermaid. Die sieht eklig aus. Also für ein Bordell hätte ich ja ein anderes Logo genommen. Ziemlich eklig. Hallo, sagst du was? Mann mit der dicken Nase sagt nix. Was sagst du? Oh, Schönheit. Hallo. Dieser straffe Körper. Oh, ein Traum. Ich denke, wir dürfen da eh nicht rein, oder? So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit.
Okay, das ist natürlich abschreckend. So kann man sich die auch vom Leib halten. Das East End ist lausig, wenn es um Spektakel und Schau, Feuerschlucker und Freaks geht. Dieses Schmierenstück wird blutrünstig, grell und melodramatisch sein, gewürzt mit schlüpfrigen Liedern. Das Publikum genauso roh und